بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nach einer sehr langen Unterbrechung, ich glaube, das waren einige Monate jetzt, machen wir weiter, inshallah, mit dieser Vortragsreihe, oder wie man es auch nennen mag. Die Shubuhat, die Scheinargumente, die Einwände gegen den Islam und wie man mit ihnen verkehrt. Und wie gesagt, wie ich eingangs in der ersten Aufnahme bereits mitgeteilt habe, werden wir inshallah mit den zentralen Shubuhat, wir werden uns mit den zentralen Shubuhat beschäftigen, nicht mit jeder einzelnen Shubha, und auch bei den zentralen Shubuhat werden wir uns wirklich nur auf das Nötigste begrenzen, nicht detailliert auf all diese Fragen eingehen, da das möglicherweise gar nicht möglich ist, durchaus nicht möglich ist. Wie dem auch sei, es gibt aber eine kleine Kursänderung. Geplant war eigentlich ein gewisses System, nach einem bestimmten System die Shubuhat abzuarbeiten und nach einer bestimmten Reihenfolge, aber ich habe mir das ein wenig anders überlegt. Ich werde kein bestimmtes System verfolgen, keine bestimmte Reihenfolge, sondern spontan diverse Shubuhat einfach behandeln. Das heißt, es kann sein, dass wir mal mit Shubuhat beginnen, die die Sunna betreffen, die Tradenten der Sunna betreffen, Shubuhat, die Rububiyya betreffen oder sonst was, ja, je nachdem, wie es gerade leicht fällt. Bevor wir aber mit den Shubuhat beginnen, haben wir noch einige einführende Elemente zu beenden, die wir in der ersten Aufnahme begonnen hatten. Genau, es ging um diese Bewegungen, wenn wir das so bezeichnen können, Bewegungen, die Auslöser bzw. zur Verbreitung diverser Shubuhat beitragen. Wir möchten uns diese Bewegungen ein wenig anschauen und vielleicht diverse Charakteristiken dieser destruktiven und destabilisierenden Bewegungen erkennen. Wobei gesagt werden muss, dass diese Eigenschaften oder Charakteristika, die ich hier nenne, natürlich nicht auf jeden zutreffen müssen. Aber im Allgemeinen, das ist eine allgemeine, vielleicht auch subjektive Wahrnehmung. Aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach in vielen dieser Bewegungen erkennbar. Yani man kann diverse Strukturen und Eigenschaften erkennen. Zum einen sind viele dieser Bewegungen nicht konstruktiv. Sie sind nicht konstruktiv, wohl eher destruktiv. Sie verfolgen keinen bestimmten Plan in ihrer Propaganda, sind nicht wirklich systematisch. Was genau meine ich damit? Ich meine damit, dass sie eins gemein haben, und zwar sie versuchen lediglich Probleme aufzuzeigen, Komplikationen aufzuzeigen, Einwände zu erheben, bieten aber im Gegensatz dazu keine Lösungen an oder keinen stabilen Ersatz. Das heißt, hier geht es nur um, in Anführungsstrichen, Zerstörung, nicht um Aufbau. Das sind destruktive Ambitionen. Und das sieht man beispielsweise an vielen Bewegungen. Wie gesagt, vielleicht mag der eine das erkennen, der andere nicht. Kann sein, dass das auch ein subjektives Empfinden ist. Aber man sieht das beispielsweise bei diversen atheistischen Strömungen, die nicht unbedingt darauf Wert legen, den Atheismus plausibel darzustellen, sondern lediglich darauf, sie haben es lediglich darauf abgesehen, die Religionen zu zerstören.
die Religionen zu zerstören, Einwände zu erheben, Argumentationen zu führen, Diskurse zu führen, in denen die Religion kritisch angefechtet wird, ohne aber einen Ersatz zu bieten, beziehungsweise diesen Ersatz, den sie haben, ohne ihn plausibel zu verkünden und dazu aufzurufen. Also ich meine als Komplettpaket. Ich meine als Komplettpaket. Denn wenn man einen Glauben aufhebt, der Glaube besteht ja nicht nur aus Überzeugungen. Ein Glaube besteht ja nicht nur aus Sachverhalten, die das Metaphysische betreffen, sondern zumindest der Islam ist ja eine Gesamtheit, ein Komplex bestehend aus Glauben, aus Werten, aus Moral, aus Etiketten des Benehmens und des Anstandes. Eine Menge zusammengeballter Gesetzgebungen, das alles beinhaltet der Dien. Das heißt, wenn man den Dien, wenn man diesen Dien dann angreift und in Anführungsstrichen, wie gesagt, zerstören möchte, dann muss man auch einen Ersatz bieten können, als ein Komplettpaket. Und das wird aber nicht getan. Sie kritisieren lediglich die Religion oder diverse Aspekte der Religion, bieten aber keinen vollständigen Ersatz an. Und das nenne ich keine konstruktive Bewegung, sondern eher destruktiv. Natürlich gehört hier auch immer eine ganze Menge Spott dazu bei dieser destruktiven Arbeit, die geleistet wird. Auch wenn es manchmal in Form, also der Spott manchmal in Form, in einer Form betrieben wird, die erstmal die Religion oder den Islam oder diverse Aspekte extrem oberflächlich und naiv darstellen und danach diese naive Vorstellung, oberflächliche Vorstellung des Sachverhaltes in Angriff nehmen und darüber spotten. Das ähnelt so ein bisschen dem Strohmann-Argument oder dieser Schubha, die man das Strohmann-Scheinargument nennt. Das heißt, man kreiert erstmal eine Auffassung oder eine Annahme, die eigentlich der Kontrahent so gar nicht sieht und greift diese dann an und widerlegt sie und dann stellt man sich als Sieger hin, als hätte man den Kontrahenten widerlegt. Aber die Aussage, die er widerlegt hat, ist eigentlich gar nicht die Einstellung des Kontrahenten. Ja, wie zum Beispiel, wenn jemand beweisen will, dass beispielsweise er will mir beweisen, er möchte die Sunna angreifen, indem er die Fehlbarkeit des Imam al-Bukhari aufzeigt oder die Fehlbarkeit des Sahih al-Bukhari. Und wenn er das dann getan hat, dann feiert er sich als Sieger in diesem Ring. Aber Realität ist, dass die Muslime, vielleicht, es kann sein, dass es vielleicht diverse Laien gibt, die wirklich so denken, aber grundsätzlich, die Ahlus Sunnah wal Jama'a glauben nicht an die Unfehlbarkeit von Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari als Person. Interessant ist aber auch, dass da gab es mal eine Talkshow mit dem berühmten Verfechter des Atheismus, der das schon mit, ja, nee, mit Elan macht, wie es eigentlich nur bekannt ist unter den Missionaren und den Religionspredigern, wie sie sagen. Er war in einer Talkshow mit einem Journalisten des arabischen Senders Al Jazeera. Ich habe seinen Namen vergessen. Mohammed Hassan oder so, keine Ahnung.
Und es ging darum, er hat ihn auf eine spöttische Art und Weise gefragt, ob er denn daran glauben würde, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einem Pferd oder sonst etwas in den Himmel geritten sei. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da taucht irgendwie einfach ein Pferd auf und er reitet mit dem Pferd in den Himmel. Die Arten, die diese Darstellung des Al-Isra wal-Mi'raj, auch unabhängig von dem, yani, oder entkoppelt von dem Glauben an einen zu allem fähigen Schöpfer, lässt das Ganze natürlich absurd aussehen. Und auf diese Art und Weise macht er sich dann lustig darüber. Interessant ist aber, dass Dawkins selbst diverse Einstellungen hat, die extrem absurd sind und skurril. Über eine zentrale Frage des Lebens, vom Ursprung des Universums. Ebenfalls in einer Talkshow wird er über eine fundamentale Frage gefragt, also diese fundamentale Frage, der Ursprung des Universums, im Lichte seiner atheistischen Weltanschauung. Wie das nämlich funktionieren mag oder wie man diese Frage im Lichte des Atheismus beantworten kann. Und dann kommt hier jetzt eine skurrile Antwort, über die man ebenfalls spotten kann. Das heißt, er ist eigentlich gar nicht dazu berechtigt, über irgendjemanden zu spotten. Er sagte, in seiner Antwort, er sagte, möglicherweise ist irgendwann und irgendwo im Universum eine Zivilisation entstanden, auf darwinistischen Wegen. Die hat sich auf darwinistischen Wegen entwickelt, die dann wiederum eine Form des Lebens kreierte und vielleicht auf unseren Planeten gesät hat. Das, was ich aber jetzt hier gesagt habe über die destruktiven Bewegungen, bezieht sich natürlich nicht nur auf atheistische Bewegungen, sondern auch auf andere Strömungen, wie zum Beispiel die des Adnan Ibrahim, von dem auch dem Schein nach Abdul Azim Qamus beeinflusst zu sein scheint. Adnan Ibrahim argumentiert mit der Sunna in diversen Vorträgen und Ansprachen von ihm und nennt ihre Sammler, die Autoren und die Sammler dieser Sunnen mit herrlichen Titeln und lobt sie und preist sie. Und dann auf einmal siehst du ihn wieder in einer anderen Phase. Er zieht erbarmungslos über sie her. Das ist destruktiv. Denn der Zuhörer ist am Ende verwirrt und zerstört, orientierungslos und weiß nun nicht, wie er denn eingestellt sein soll zu diesen Werken und ihren Autoren. Das ist nicht konstruktiv. Eine weitere Eigenschaft dieser Strömungen ist, dass sie voll beladen sind mit offenen und grenzenlosen Fragen. Diese Fragen benötigen wiederum geistige und sachliche Vorbereitung von Fachleuten und Spezialisten, um mit ihnen zu verkehren. Ebenfalls sehen wir, dass sie sehr allgemeine und umfassende, attraktive Slogans und Parolen tragen, die aber streng genommen sehr diffus sind. Diffus und undefiniert. Ja, nehmen wir zum Beispiel das, was sie die Befreiung des Verstandes nennen: Emanzipation, kritische Befassung mit dem Altherkömmlichen. Das sind extrem diffuse Slogans. Was meint man genau damit? Oder ebenfalls die Erneuerung der Religion, dass die Religion erneuert werden muss. Was meint man genau damit? Was sind die Ansätze? Nach welchem Schema soll das passieren? Hört sich aber sehr schön an, hört sich sehr modern an, nur ist das extrem diffus. Und deswegen, diese Parolen an sich selbst sind nicht immer kritisch, nicht in jeder Hinsicht kritisch, aber äußerst schwammig und definitionsbedürftig.
Eine weitere Eigenschaft oder ein Charakter, ein Charakteristikum, das wir hier sehen, ist, dass das größte Feld, in dem diese Bewegungen oder diese Wellen ihre Wogen schlagen, das ist das Internet mit seinen sozialen Netzwerken. Und dadurch gewinnen diese unkonstruktiven Strömungen eben ein ganz neues Ausmaß an Größe. Die konservativen sozialen Konstrukte wie die Familie, die Moschee und so weiter sind nicht unbedingt immer ein Schutzwall, die das Vordringen dieser Ideologien verhindern. Die Gefahr dieser Bewegungen und Strömungen liegt nicht darin, dass hier eine Person nur von einer Gruppe zu einer anderen geschoben wird, die im Grunde immer noch im Rahmen des minimalen Islams ist, sondern dass sie gänzlich aus dem Islam fortgeschoben wird. Sie richten sich nicht nur an Randthemen, an subtile Randthemen, sondern sie greifen zuweilen die Grundfeste und die Axiome des Islams an. Und daher meine Meinung, das habe ich schon oft erwähnt, und manche haben keinen Gefallen daran und sehen das als einen Grund an, mich deshalb zu kritisieren. Meine Meinung ist, dass der Fokus neben allen anderen notwendigen Themen des Islams, wie die Grundlagen der Aqida, des Fiqh, der Moral und Ethik im Islam, der Fokus besonders auf die wirklichen Probleme und ernsten Themen liegen muss. Und wie gesagt, ich wiederhole mich vielleicht des Öfteren in dieser Thematik und ich sage immer wieder und ich wiederhole es nochmal, es ist nicht korrekt, über extrem subtile philosophisch-theologische Themen zu sprechen, mit dem oder mit den Laien darüber zu sprechen, die höchstwahrscheinlich die wirklichen Dimensionen dieser Aussagen gar nicht begreifen. Und während er hiermit beschäftigt wird, ist er in den essentiellen Grundfragen des Imams überhaupt nicht bewandert. Das heißt, er lebt in den Grundfesten des Glaubens eine der akutesten Formen des sogenannten Taqlid. Und es geht hier natürlich nicht um die Frage, ob der Iman des Muqallid gültig ist oder nicht, sondern einfach um den Fakt, dass der Iman des Muqallid in den Grundlagen des Glaubens schwach ist, oder? Ich glaube, darüber muss man sich nicht streiten. Also es geht hier nicht um die Frage, ob der Taqlid hier etwas Akzeptables ist oder nicht, ob er zulässig ist oder nicht, ob der Iman des Muqallid in den Iman-Angelegenheiten gültig ist oder nicht, das will ich nicht sagen. Aber sagen wir mal, man kann sich natürlich nicht darüber streiten, dass der Iman des Muqallid deutlich schwächer ausfallen muss als der Iman eines Menschen, der sich mit den Belegen, Argumentationen und rationellen Gründen für den Iman beschäftigt hat. Ibn Taymiyyah rahimahullah hat eine sehr prägnante Definition genannt für den Muqallid, also im Allgemeinen der Muqallid. Er sagte, der Muqallid ist jener, der, wenn man ihn in Zweifel bringen möchte, dazu gebracht werden kann. Al-Muqallidu idha shukkika shak. Das heißt, es ist jene Person, der bei den kleinsten Einwänden und Problemen im Verständnis, die bewusst oder unbewusst verursacht werden können, wankelmütig wird. Wenn er sich diesen öffnet, natürlich. Manche Menschen öffnen sich ihnen nicht und verschließen sich und sind auf diese Art und Weise irgendwie dann bewahrt vor den Einflüssen. Aber sobald er sich öffnet, hat er keine Ahnung. Und deswegen, meiner Meinung nach, muss man hier als allererstes ansetzen. Besonders in einer Gesellschaft und in einer Zeit, in der man fortgehend einem Fluss von Informationen ausgesetzt ist, da muss der Fokus auf diese Thematiken liegen. Ein weiteres Problem mit dem Umgang mit den Schubuhat ist ein sehr weit verbreitetes. Und zwar, man geht immer davon aus, dass die betroffenen Personen immer unehrlich sind, nach Gelüsten suchen
oder ihre Gelüste eben auf diese Weise rechtfertigen wollen. Das ist vielleicht für bestimmte Individuen tatsächlich möglich und der Fall, aber es gibt auch Menschen, die tatsächlich ideologisch und mental beeinflusst und verwirrt sind. Und zu dem Wort verwirrt, ich habe vor einigen Tagen mal eine Frage bekommen gehabt. Eine Frage, die die Thematik der Vorbestimmung, des Al-Qadar und Al-Qadar betrifft oder in diese Richtung geht. Und nachdem ich der Person privat geantwortet hatte, habe ich diese Frage veröffentlicht mit der Überschrift ungefähr die Frage eines Verwirrten. Und daraufhin haben einige Geschwister darauf reagiert und es nicht als gut empfunden, die Frage auf diese Art und Weise zu veröffentlichen. Also ich persönlich, es kann sein, dass ich mich in in der Wortauswahl geirrt habe. Schließlich ist die deutsche Sprache nicht mein Handwerk. Aber, also meiner Meinung nach, vielleicht irre ich mich da, ist das Wort verwirrt, die Frage eines Verwirrten, nicht unbedingt eine Beschimpfung und Beleidigung im Sinne von, dass er geisteskrank ist oder labil ist oder sonst was, wenn jemand nicht zurechtkommt mit einem Thema und nicht weiß, wie er damit umgehen soll, dann ist er verwirrt und das ist kein, das ist meiner Meinung nach kein Schimpf und keine Beleidigung, sondern einfach Tatsache. Wenn ich in einer Thematik nicht mehr weiß, wo ich mich einordnen soll, wie ich dazu stehen soll, dann bin ich verwirrt. Naja, wie dem auch sei, das mal nebenbei. Also, ich möchte dann einfach nur sagen, nicht jeder, der irgendwie beeinflusst ist von Schubuhat, man muss nicht immer davon ausgehen, dass er negative Absichten damit oder negative Absichten hat. Es kann sein, dass er tatsächlich ideologisch einfach verwirrt ist. Und das muss man eingestehen, dass das heute oft der Fall ist. Und erst wenn man das eingesteht, kann man richtige Lösungsansätze entwickeln für dieses Problem. Ansonsten, wenn man davon ausgeht, wenn man schon von Beginn aus davon ausgeht, dass er sowieso nur schlechte Absichten hat und dass er nur eine Rolle spielt und nur dies und jenes rechtfertigen will, dann wird man natürlich nicht die richtigen Lösungsansätze dafür haben. Komplexe Probleme auf eine einzige Ursache zu reduzieren, das ist meistens sehr oberflächlich. Das ist sehr oberflächliches Denken. Und wie gesagt, die Gefahr hierin ist, dass die Lösungen begrenzt werden dadurch. Ein weiterer Gefahrenfaktor ist, dass die meisten Betroffenen Jugendliche sind. Und die Gefahr hierin ist, dass sie heute aufnehmen und morgen weitergeben. Man muss aber auch sagen, dass das Ganze nicht nur schlechte Aspekte hat, sondern es hat auch gute Aspekte, gute Seiten. Wie man sagt, des einen Glück, des anderen Leid. Es ist nämlich möglich oder vielmehr Tatsache, dass es auch andere Reaktionen gibt. Und zwar nehmen sich viele dies zum Anlass, ihren Glauben nicht nur als ein Erbe zu betrachten, vielmehr ihn zu einer Überzeugung zu machen und ihn zu schmecken und fühlen. Des Weiteren regt das Ganze eine Atmosphäre des intellektuellen Dialogs und des Disputs an. Und auch werden damit die trägen Ambitionen mancher wieder geweckt und gepusht, etwas zu tun und zu unternehmen. Eine ganz andere interessante Frage, und damit gehen wir zu einem weiteren Punkt über, ist die Frage nach den Ursachen. Die Ursachen, für diese negative Beeinflussung. Einige Studierende auf diesem Feld teilen die Ursachen in drei Kategorien ein, drei Hauptkategorien, übergeordnete Kategorien.
Und zwar die äußeren Einflüsse, innere Einflüsse und sonstige Einflüsse. Zu den äußeren Einflüssen gibt es fünf besonders auffällige. Zum einen, Nummer eins, die sozialen Netzwerke. Das ist ein äußerer Einfluss. Sie führen nämlich zur Beschleunigung des Umlaufes der Schubuhat. Sie sind eine Brücke zwischen den Problemen und den anfälligen Zielpersonen. Und außerdem bieten sie auch den, in Anführungsstrichen, Ansehensgeilen beste Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen. Nach der altbekannten Devise, wenn du Aufmerksamkeit willst, dann tanz aus der Reihe. Du musst einfach mal aus der Reihe tanzen und alle Augen sind auf dich gerichtet. Wie gesagt, das ist natürlich nicht immer so, aber es gibt einige Kreaturen, bei denen das ja, nee, förmlich ins, das springt förmlich ins Auge, dass sie das beabsichtigen. Und in unserem Fall jetzt widerspreche einfach dem Konventionellen und man wird in aller Mund sein. Ein weiterer Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist, meiner Meinung nach, sind Filme und Romane. Filme und Romane sind nämlich auf der einen Seite sehr anziehend und unterhaltend, aber sie haben auch etwas anderes. Sie beeinflussen den Menschen auch in der Art und Weise, wie er die Welt sieht, in der Art und Weise, wie er Gesellschaften sieht, wie er Kulturen sieht. Also das heißt, der Einfluss hier geschieht schleichend und sammelt sich durch Anhäufung fremder Werte, Einsichten und Kulturen an. Und wir sehen, dass das Ganze dann auch noch mit Emotionen verbunden ist und so viel wirksamer ist. Beispielsweise werden diverse Handlungen dargestellt. Das ist jetzt nur einfach ein fiktives Beispiel. Eine bestimmte Handlung wird immer wieder gezeigt in Filmen, verbunden mit einer, also das Ganze in einer negativen Konnotation. Dazu werden Emotionen, also das Ganze wird in einem emotionalen Szenarium dargestellt, das eine bestimmte negative Emotion bei den Leuten auslöst. Und so schleicht sich langsam im Menschen ein, dass das etwas Negatives, Schlechtes ist. Ja. Oder auch das ständige Betrachten von ja, Filmen und Serien, habe ich ja eben genannt, und das Lesen von Schlechtigkeiten, das ständige Betrachten und Lesen von diesen Schlechtigkeiten lässt auch die eigene Empfindsamkeit abstumpfen, wobei natürlich Romane, und ich sage nicht, dass das Lesen von Romanen verboten ist, nur mal nebenbei. Die Auswirkung von Romanen und derartiges ist natürlich um einiges geringer als das, was Filme und Serien anstellen. Nun, meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung nach, sind die modernen, aktuellen Romane und Bücher der Belletristik sowieso, ja, haben keinen großen Wert. Also, da gab es schon bessere Bücher. Bücher, die einen literarischen Wert hatten, gleichzeitig auch unterhaltsam waren, gleichzeitig auch pädagogische Ziele hatten oder moralisch und ethisch nützlich waren. Die heutigen Bücher in diesem Bereich sind eigentlich nur noch, dienen nur noch der blanken Unterhaltung. Wie dem auch sei, ein weiterer Grund, der dritte Faktor für den oder der dritte Punkt, der zum äußeren Einfluss gehört, ist dieser direkte Umgang mit anderen Kulturen und Mentalitäten. Das heißt, aufgrund dieses Multikultis, der multikulturellen Gesellschaften heutzutage, gibt es diverse Grenzen nicht mehr und
Es vermischt sich alles miteinander und es entstehen dann ganz neue, durch dieses Vermischen von Kulturen, Mentalitäten, ganz neue Mentalitäten und Lebensanschauungen oder Weltanschauungen. Ebenfalls ein weiterer Faktor ist diese akute Verbreitung und Vermarktung von verbotenen Genussformen und Gelüsten, wie die extreme Vermarktung und akute Sexualisierung der Gesellschaft. Und das hat insofern mit der Anfälligkeit für Scheinargumente und Einwände zu tun, dass diese Gelüste und Genüsse den Heranwachsenden derart in den Bann ziehen, dass er dann irgendwann in den schariatischen Geboten, Pflichten und Verboten eine Belastung sieht und eine Ausflucht sucht. Und sobald er dann die billigsten Scheinargumente findet, sucht er sich einzureden, dass es wohl stimmen mag und findet dann in diesem Selbstbetrug eine Ausflucht ins Weite der Genüsse und Gelüste. Abgesehen davon berichtet uns der Koran von einem Schlag, Arran, das nennt Allah Ta'ala im Koran Arran. Dieser Schlag übersät das Herz und es sperrt das Herz ein, verdunkelt und vernebelt das Herz, wie Ruß, der sich auf Glas ansammelt, bis das Glas pechschwarz wird und man nicht mehr durchblicken kann. Allah Ta'ala sagt: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Keineswegs. Vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihre Herzen angesetzt. Der fünfte Punkt, das ist der materielle Fortschritt des Westens und der kulturelle Druck des Mächtigen. Der kulturelle Druck des Mächtigen. Hierüber habe ich mal in dem einem Vortrag gesprochen. Die Fügsamkeit der Sahaba. Und da habe ich auch Ibn Khaldun zitiert, der in seiner Muqaddima über dieses Phänomen gesprochen hat, und zwar, dass sich der Schwächere vom Mächtigen beeinflussen lässt in allen Facetten des Lebens. Und er hat das nach seiner Analyse hat er dafür verschiedene Ursachen genannt, warum das so ist, und hat über die Situation im Al-Andalus gesprochen zu seiner Zeit, wie die Muslime zu seiner Zeit in vielerlei Hinsichten von benachbarten Völkern beeinflusst waren. Aber wie gesagt, das möchte ich hier nicht nochmal wiederholen. Wen es interessiert, der kann sich hier nochmal den Unterricht anschauen. Das war ein Vortrag mit dem Namen Fügsamkeit, die Fügsamkeit der As-Sahaba. Das waren, glaube ich, jetzt fünf Ursachen, die wir genannt haben. Al-Ustadh Abdullah Al-Ujayri erwähnt in seinem Buch Yanbu' Al-Riwaya, dass ein Großteil der Gesinnungsstörungen auf zwei Ursachen zurückzuführen sind. Einmal die Dominanz der westlichen Werte und Kultur und zweitens die schwache Hingabe zum Islam. Und es ist interessant, dass es immer wieder zu beobachten ist, wie versucht wird, die aktuell in Mode gekommenen Weltanschauungen, Philosophien oder Staatsformen islamkonform zu machen. Als es die kommunistische Welle im Osten gab, dann sind kurz darauf gab es dann Aufrufe, dass man den Islam anpassen muss. Es muss eine Aufklärung geben. Was bedeutet die Aufklärung? Dass der Islam kommunistischer wird. Und dann gab es kommunistische Deutungen, Auslegungen des Islams. Kommunistische Islammodelle. Und eine neue Lesung des Korans, eine neue Methodik, den Koran zu verstehen im Lichte des Kommunismus. In Zeiten der Militärregierungen und der Militärdiktatur passiert das Gleiche. Heute ist es der liberale Islam. Es herrscht nämlich heute ein allgemeiner liberaler Geist und viele fühlen sich von diesem in Druck gesetzt,
besonders bei Kontroversen. Dann läuft man rot an, fühlt sich bedrängt. Und wenn man diesem Druck nicht lange standhalten kann, dann verschmilzt das Weltbild langsam, das man eigentlich hatte, und assimiliert mit der dominierenden Gesinnung. Und ein Paradebeispiel dafür, obwohl ich eigentlich nicht gerne Namen erwähne, aber ich glaube, das ist nicht zu übersehen, ist der Herr Abdul Azim Qamus. Nachdem dieser Mann immer mehr medial aufgetreten ist und ich bin mir sicher, dass er einen immensen Druck hatte. Er hat sich immer zu rechtfertigen. Diese Talkshows dienen ja eigentlich nicht dem Austausch oder dienen nicht der rationellen Darlegung des eigenen Standpunktes, sondern man hat jemanden im Visier und da eben seine diverse Einstellung von ihm, diverse Gesinnungen von ihm, Werte und Moral, die er hat, anders ist als die der Gastgeber, dann muss er sich rechtfertigen. Und ich glaube, irgendwann ist dieser Mann dann, hat diesen Druck nicht mehr standgehalten und dann ist aus ihm das geworden, was wir heute sehen können. Und ich habe hierfür schon mal dieses Beispiel in einer Khutba erwähnt oder in einem Vortrag. Man kann sich das wie einen Schraubstock vorstellen und eine zähe Masse, die darin eingeklemmt wird. Mit zunehmendem Druck wird sich diese Masse eben verformen und da gibt es keinen Ausweg. Dann haben wir innere Ursachen und hier gibt es sechs markante Ursachen. Nummer 1, schwache Überzeugung und Gewissheit. Schwache Überzeugung und Gewissheit. Zweitens, psychische Probleme, sozialer Druck. Drittens, Vernachlässigung der spirituellen Aspekte des Islams und das Ausgelö aus, das Ausleben eines ausgehöhlten Hüllen-Islams. Was ich damit meine, mit diesem ausgehöhlten Hüllen-Islam, das ist eben einfach nur ein Islam, der sich einfach nur auf diverse Erscheinungsbilder fokussiert und für die Dreh- und Angelpunkt des Islams nur das ist, nicht mehr und nicht weniger. Und eine weitere Ursache ist eben unzulängliche Kenntnis über islamische Theologie, fehlende Forschungsmittel und Kenntnis über die Methodenlehre, kritische Denkfähigkeit bei den leichtesten und harmlosesten Scheinargumenten ist teilweise nicht gegeben. Allgemein schwaches Wissen über die schariatischen Disziplinen. Und die letzte Ursache, die letzte, eine der letzten markanten Ursachen, Perspektivenlosigkeit, geistige, zeitige und seelische Leere. Dann haben wir sonstige Ursachen. Sonstige Ursachen. Zu diesen sonstigen Ursachen kann man zählen Makel in der Art und Weise, wie man zum Islam ruft. Zweitens Distanz zwischen den Fachleuten und dem Allgemeinvolk. Drittens eine extrem geringe Anzahl von gut und gründlich studierter Fachleute in Deutschland, die auch die deutsche Sprache beherrschen. Ebenfalls Begrenztheit in den Inhalten und fortgehendes Wiederkauen von trivialen Thematiken. Also wenn man das mal beobachtet, sieht man, dass die Thematiken oft immer die gleichen sind. In manchen Khutab hört man immer, wir sind Muslime, wir müssen beten, wir müssen fasten, wir müssen Hajj machen, wir müssen gut zu den Nachbarn sein. Der Islam ist das gute Benehmen und das war es. Immer in diesem Kreis, immer das Gleiche. Also wir haben in Deutschland eine Form, ich weiß nicht, wie sie beschreiben soll. Es ist keine sachliche, es gibt bestimmt vielleicht, ich kenne nicht alles, ich kann das nicht verallgemeinern und pauschalisieren, aber das, was so im Vordergrund steht, sind so diese typischen
Durus al-Wa'diyya. Das heißt, das sind so diese ganz einfachen Ermahnungen. Es gibt da keinen, es gibt keine Substanz. Und die nächste Sache ist, die inhaltliche Qualität der Übersetzungen in Deutschland ist grauenhaft. Grauenhaft. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Das ist vielen nicht bewusst. Ich meine mit inhaltlicher Qualität nicht die deutsche Sprache, nicht die Rechtschreibung und den Stil und derartiges. Davon rede ich nicht. Und das ist, auch wenn es die Ästhetik des Buches natürlich um einiges verbessert, aber es ist, wenn man jetzt mal den Inhalt als Substanz betrachtet, von sekundärer Bedeutung. Aber ich rede von inhaltlicher Qualität. Inhaltliche Qualität ist grauenhaft. Egal, ob es die Bücher sind, die aus dem Arabischen ins Deutsch übersetzt werden, und das ist selten, weil es meistens nicht von Fachleuten gemacht wird, sondern entweder von irgendwelchen Muttersprachlern oder von Leuten, die zwar Arabisch gelernt haben, aber keine Fachleute sind, keine studierten Fachleute. Und es ist einfach so, ein Fachbuch erfordert Fachkenntnis. Ich meine, die Übersetzung eines Fachbuches erfordert Fachkenntnis. Und nur dann kann eine korrekte Übersetzung auch gesichert sein. Andernfalls ist das, sind fatale Fehler von Anfang an mit eingeplant. Oder es sind meistens Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche oder aus dem Türkischen ins Deutsche oder manchmal gibt es zwei und drei Zwischensprachen und das ist nicht vielversprechend. Ein weiterer Grund dafür sind fehlende Podeste für Dialoge und Diskussionen oder ein weiterer Faktor. Ebenfalls die rationelle Darlegung der schariatischen Thematiken ist nur mager präsent. Das sind also einige dieser sehr markanten Ursachen, die man sehen kann oder die einem auffallen. Und damit will ich mich auch heute begnügen. Und in der nächsten Aufnahme, wann sie kommt, weiß ich nicht, werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie gehen wir mit diesen Scheinargumenten um? Wie können wir vorbeugen und wie können wir den Betroffenen helfen oder sie unterstützen? Und dann, wie gesagt, werde ich einfach ohne eine bestimmte Reihenfolge mal hier und da eine bestimmte Schubha, einen bestimmten Einwand, ein bestimmtes Problem anpacken und es so weit wie möglich ein wenig betrachten und darstellen, wie wir das verstehen. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa assalamu alaikum.